Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der S&P 500 steigt bereits seit 3 Handelstagen in Folge, stößt dabei aber auch auf technische Widerstände. Welche das sind und was passieren muss, damit der langfristige Abwärtstrend beendet wird, das und mehr wollen wir uns gleich mal anschauen. Den Risikohinweis gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir rüber zu den Charts. Wir fangen mit dem S&P 500 im Wochenchart an. Der S&P 500 erholt sich in dieser Woche bis zum 61,8% Retracement von dieser letzten Abwärtsbewegung. Der Abwärtstrend ist langfristig aber noch intakt und ein Richtungswechsel könnte es erst geben, wenn der Bereich hier oben nachhaltig durchbrochen wird. Der deutsche Leitindex ist über das Hoch vom März 2022 ausgebrochen und könnte dadurch mehr Aufwärtspotenzial freigesetzt haben. Das 78,6% Retracement ist hier drüber zu finden und dann haben wir das wichtige Hoch bei 15.610 Punkten. Euro-Dollar bricht in dieser Woche über das Dezember-Hoch aus und hat mittlerweile auch schon die 1,08er-Marke geknackt. Gehen wir rüber zum Goldpreis. Das Edelmetall durchbricht das Juni-Hoch. Es hat allerdings jetzt 4 Anläufe gebraucht. Dennoch scheinen sich die Bullen durchgesetzt zu haben. Auch noch ein kurzer Blick auf den Bitcoin. Der Abwärtstrend ist zwar langfristig noch intakt, aber auch hier hat sich das Chartbild kurzfristig weiter aufgehellt. Es ist eine Annäherung zu sehen an das 61,8% Retracement und an den EMA 21. Eine ausführliche Analyse gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link gibt es unten in der Beschreibung. Ich wünsche allen viel Erfolg für heute und auch schon mal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.